Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Video, beziehungsweise zu meinem neuen Video und letzten Video, das ich heute drehe. Ja, ich habe jetzt die My Little Box abgedreht, ich habe die Glossy Box abgedreht, ich habe die Douglas Box abgedreht, die DM Box und die Vanashi die Welt Box. Ich habe eindeutig zu viele Boxen, aber ich liebe Boxen einfach. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem nächsten Haul. Ich war wieder einkaufen, konnte es einfach nicht lassen. Die meisten Sachen, die ich aber gekauft habe, waren runtergesetzt. Und ich habe auch zum Valentinstag einen Gutschein von meinem Mann bekommen, vom DM. Danke, lieber Mann. Und da war ich natürlich dann auch schon etwas einkaufen. Ja, und diese Produkte, die ich gekauft habe, will ich euch jetzt natürlich zeigen. Es sind wieder einige Produkte geworden. Ich war sowohl bei Rossmann einkaufen, als auch bei Müller und beim DM. Ja, es ist wieder einiges geworden. Ich muss endlich mal die Produkte aufbrauchen und nicht immer neue Sachen kaufen. Aber es gibt halt immer so viele schöne neue Produkte. Das ist das Problem. Ich glaube, ihr kennt das. So, das erste, das ich gekauft habe, das habe ich jetzt nicht beim DM, Müller oder sonst wo gekauft, sondern am Bahnhof. Und zwar wollte ich euch dies trotzdem zeigen. Die neue Jolie. Ich habe eigentlich ein Jolie-Abo. Habe dieses Heft jetzt zweimal, aber ich wollte unbedingt die Mascara haben. Und deswegen habe ich mir dieses Heft nochmal gekauft, weil die Mascara auch um die 10 Euro wert ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem, dieses Heft zu kaufen. Das Heft kostet nämlich 3,30 und die Mascara, wie gesagt, in dieser kleinen Grube trotzdem schon 10 Euro. Deswegen hat sich es für mich auf jeden Fall trotzdem gelohnt. Und die Mascara zeige ich euch jetzt schnell. Genau, so sieht die Mascara aus. Sieht wirklich mega süß aus. Fühlt sich auch in diesem kleinen Packaging wirklich sehr, sehr edel an. Und das ist die Bad Girl Bang Mascara von Benefit. Und gucken wir mal, wie die aussieht. Ist wieder eine sehr lange Bürste. Ist eine Gummibürste, diesmal keine Fasernbürste. Und eben sehr lang und schmal. Bin ich auf jeden Fall mega gespannt, wie die funktioniert. Die Mascaras von Benefit sollen ja nicht so schlecht sein. Und deswegen habe ich mir sie auch gekauft. Also die Zeitschrift, obwohl ich sie schon habe. Dann machen wir weiter. Nehmen wir das erste Produkt, eines der unspektakuläreren Produkte. Hier habe ich einmal von Balea dieses Duschgel gekauft und zwar mit diesem coolen Waschgel hier drauf. They see we rollin'. Finde ich mega cool. Und zwar ist es mit Bärens Movie Duft und es riecht mega gut. Es riecht wirklich noch so. Bärens Movie, muss ich sagen. Riecht wirklich mega gut. Ich weiß, es gibt noch eine Handcreme, glaube ich, und eine Bodycreme. Wollte ich eigentlich auch kaufen, aber dann habe ich mir gedacht, ich habe so viele Handcremes, ich habe so viele Bodycremes, die muss ich erstmal aufbrauchen. Und deswegen habe ich die dann doch nicht mitgenommen. War doch einmal vernünftig und habe gesagt, nein, ich brauche das Zeug nicht. Aber Duschgel kann man immer brauchen, weil das macht mein Mann auch so schnell leer, dass man nicht mitkommt mit dem Gucken. Deswegen kann ich das auf jeden Fall brauchen, deswegen habe ich das auch mitgenommen. So, dann gehen wir zum nächsten Produkt. Was machen wir als nächstes? Wir machen zuerst die runtergesetzten Produkte. Und zwar wisst ihr, dass von einigen Kosmetikmarken jetzt das Sortiment erneuert wurde. Und da wurden wieder einige Sachen reduziert verkauft. Und da muss ich natürlich wieder zugreifen, wie ich bin. Muss ich da einige Sachen kaufen. Und da habe ich diese Sachen gekauft. Dann würde ich jetzt sagen, fangen wir mit den Essensprodukten an, weil es um einige mehr sind. Das erste, was ich gekauft habe, sind hier 5 verschiedene Extreme Lasting Waterproof Eye Pencils. 08 Rather Via Unicorn, die Farbe 10 A Heart of Gold, die Farbe 06 Skilly Nude, die Farbe 02 But First Espresso und die Farbe 07 Mermaid of Life. Ich habe mir gedacht, das sind besondere Farben, die nehme ich mir jetzt einfach mit, weil ich einfach sehr gerne bunte Lidstriche ziehe und mit denen geht es einfach mega gut. Hier haben wir einmal ein Gold, einmal ein total schönes Mintgrün, einmal ein Braun, was man auf jeden Fall auch immer brauchen kann. Ich glaube, Braun habe ich noch nicht. Einmal ein Hautfarben, das werde ich jetzt wahrscheinlich eher seltener verwenden, aber ich habe es jetzt trotzdem mitgenommen. Und einmal ein Lilanen. Und die haben eben alle so eine schöne Spitze zum Zuspitzen. Die ist leider abgebrochen, das habe ich leider noch nicht gesehen im Laden drin. Aber sonst habe ich Gott sei Dank alle nachgeguckt, ob die noch gut sind. Ich werde die euch auf jeden Fall swatchen. Aber ich muss sagen, am besten gefällt mir auf jeden Fall der goldene hier. Ich verwende total gerne goldenen Lidschatten, braunen Lidschatten und da denke ich, dass der auf jeden Fall sehr gut dazu passt.
Dann als nächstes haben wir von Essence. Das war runtergesetzt aus einer LE von Essence, diesen Counting Star Starshot Lip Topper. Den habe ich mir angeschaut, den wollte ich mir eigentlich nicht kaufen. Habe mir aber gedacht, jetzt wenn er runtergesetzt ist, werde ich mir ihn einfach nehmen. Das ist einfach ein ganz normaler Lipgloss-Applikator und es ist eben sehr stark glitzernd und auch ein bisschen holographisch. Habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt einfach mit, weil Lip Topper kann man auch nie was falsch machen. Dann haben wir von Essence noch zwei matt long-lasting Lipglosse. Ein wunderschöner, bäriger Rotton und einmal dieses, ich muss schon sagen, Barbie-Rosa. Sowas verwende ich eigentlich sehr selten, habe mir gedacht, ich probiere es aber jetzt aus, wenn es eh schon runtergesetzt ist. Und die matt Lipglosse an sich finde ich mega, mega gut. Bin auf jeden Fall gespannt, wie die sein werden. Und es ist einmal die Farbe 05 Simply Be a Icon und einmal die Farbe 01 La Vie est Belle. Dann noch ein Essence-Produkt, habe ich mir einfach mitgenommen, auch weil es runtergesetzt war, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft. Und zwar ein Eyeshadow Topcoat 01 Destiny. Das ist ein weißer Topcoat, den habe ich noch nicht. Also für mich ist das hier wie ein Pigment eigentlich. Ich habe schon ein silbernes Pigment und eben das orange-lachsfarbene, gelbe, also das, wo so schön aussieht von MAC. Und jetzt habe ich eben auch noch so ein weißes perlfarbenes, kann ich auf jeden Fall brauchen, deswegen habe ich das mitgenommen. Und das ist die Farbe 01 Dazzle. Das war's jetzt mit den runtergesetzten Essence-Produkten. Und jetzt kommen wir zu den runtergesetzten Rivalde Loop bzw. Rivalde Loop Young Produkten. Es ist von beiden etwas. Hier haben wir einmal aus dieser LE Make-A-Wish Glitter Lipstick. Der ist noch eingepackt, habe ich mir gedacht, den nehme ich mit. Weil warum nicht? Das ist die Farbe 02. Und der hat mir einfach gefallen. Deswegen habe ich den mitgenommen. Auch von der Farbe her hat er mir gefallen. Ich finde, der erinnert mich ein bisschen an so einen MAC-Lippenstift. Also von der Form her sieht er voll wie ein MAC-Lippenstift aus. Das Einzige, er fühlt sich natürlich nicht so hochwertig an wie ein MAC-Lippenstift. Aber ich muss sagen, ich finde die Farbe wirklich super schön. Sehr stark glitzerndes Dunkelrosa. Fand ihn auf jeden Fall mega schön und bin froh, dass ich ihn gekauft habe. Und hier steht auch noch Rivalde Loop Young. Sieht eigentlich sehr schön aus. Und als nächstes habe ich von Rivalde Loop aus der Nights to Remember LE. War auch runtergesetzt. Für 2,29 einen Lippenstift. Das ist die Farbe 2 wieder, Party On. Und es ist eine wunderschöne braune Nude-Farbe. Habe ich mir gedacht, für das, dass es runtergesetzt ist, ich kaufe mir auch normalerweise nicht so dunkle Farben, werde ich das auch mal ausprobieren. Ich finde, solche Farben kaufe ich mir nur runtergesetzt, weil wenn sie mir dann doch nicht stehen oder zusagen, dann habe ich nicht so viel dafür gezahlt. Deswegen. Ich finde den Verschluss total cool, es ist ein Magnet, ist auf jeden Fall mega cool und dann hoffe ich einfach, dass mir der trotzdem steht, auch wenn er sich sehr, sehr dunkel ist. Und dann hatten wir nochmal von Rivalde Loop aus dieser Nights to Remember LE so einen, ja wie nennt man das, Pigment für Gesicht und Dekolleté und zwar Night Fever. Das ist so ein, ja ich glaube kupferfarbenes Pigment, ja so kupfergoldfarbenes Pigment. Ich werde es euch auf jeden Fall swatchen und es gab es für 1,49, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das mit. Ich habe die mir schon angeschaut, aber das war mir einfach zu teuer und deswegen habe ich es nicht mitgenommen. Aber ich habe mir gedacht, jetzt wo es runtergesetzt ist, nehme ich es einfach mit. Das waren jetzt alle runtergesetzten Sachen. Jetzt kommen die Sachen, die nicht runtergesetzt waren. Habe ich auch einige eingekauft. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit der alten LE von Rivalde Loop noch an. Wundert mich, dass die nicht runtergesetzt war, weil das waren ja auch Sachen aus der Nights to Remember LE, dieser Lippenstift und dieses Pigment. Aber diese war nicht runtergesetzt, wahrscheinlich weil sie noch nicht angetouched ist und eine Palette ist. Und zwar ist es diese wunderschöne Palette, die hat mir einfach mega gut gefallen. Sind wirklich sehr, sehr schöne Farben und ich habe sie noch nicht geswatcht, habe sie, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich habe gesagt, ich nehme die jetzt einfach mit und hoffe einfach, dass sie gut sind. Aber die Farben sind wirklich super schön und wenn man die aufbauen kann, wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn sie nicht so super pigmentiert sind. Das erste Produkt ist eben aus der alten LE. Ich bin normalerweise so ein Typ, der verpasst immer alle Paletten aus der LE. Ich wollte ja eigentlich die aus der Essence Winter Edition, diese Palette. Und jetzt bei dieser neuen Chocolate LE von Rivalde Loop Young gab es ja auch eine Palette. Die habe ich auch nicht bekommen. Aber naja, hier habe ich eine. Ach ja, eins habe ich noch vergessen, was runtergesetzt war von Essence, ist diese wunderschöne Palette und zwar die All About the Magical Forest Palette mit diesem wunderschönen Print mit Wunderland und ja, ich finde die Farben sehr schön, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Es gab noch die All About Roses und All About Nudes Paletten, soweit ich weiß, aber
die war mir einfach zu normal für das, dass ich sie jetzt noch kaufen würde, weil ich die alte All About Roses Palette noch habe und Nude-Farben habe ich auch genug, deswegen wollte ich die nicht. Aber die Farben fand ich sehr schön. Diese Farben habe ich auch, also die meisten Farben habe ich noch nicht, deswegen habe ich die einfach mitgenommen. Aber war leider nicht gesehen, dass in diese rosa Farbe und in diese Farbe schon ein bisschen reingetoucht wurde. Aber ist jetzt nicht schlimm. Ist nicht weiter schlimm. Und zwar ist es die Nummer 07 Magical Forest. Ich fand sie einfach schön und deswegen musste sie mit. Und für, ich glaube, 95 Cent oder 1,99, normalerweise kostet die ja viel mehr, ich glaube 3,99, kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Aber jetzt weiter mit Rival de Loup, und zwar diesmal mit Rival de Loup Young. Da habe ich aus der aktuellen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist sie zwar wahrscheinlich nicht mehr aktuell, weil sie bei mir schon fast nicht mehr aktuell war, LE, drei verschiedene Sachen gekauft, musste ich unbedingt haben. Und zwar habe ich einmal das Reispuder gekauft, hat mir einfach mega gut gefallen, das Packaging, das sieht einfach mega süß aus. Obwohl ich jetzt wirklich viel Fixing Powders habe, aber die wären ja Gott sei Dank auch nicht schlecht. Deswegen habe ich mir das einmal mitgenommen. Das, was ich auf jeden Fall haben wollte, dieser Chocolate Bronzer, den wollte ich unbedingt ausprobieren. Deswegen habe ich mir den auf jeden Fall mitgenommen. Der hat mir von der Farbe sehr, sehr zugesagt, weil er nicht ganz so orangestichig ist. Deswegen werde ich den auf jeden Fall super gerne verwenden. War in zwei Rossmännern deswegen. Und in den letzten habe ich Gott sei Dank noch einen bekommen. Also das war der letzte. Das Reispuder ist nicht so gut gegangen. Das wollte irgendwie keiner haben. Und dann habe ich mir noch einmal diesen helleren Chocolate Lovers Chocolate Lip Gloss gekauft in der Farbe 01 Cream Chocolate. Und der hat einfach so wie diese Essence Lip, alten Essence Lip Balme, vorhin so eine Tube zum Rausdrücken. Ich habe leider davor nicht daran gerochen, ich habe den einfach genommen, habe ihn mir geswatcht, sah sehr schön aus, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Und dann fiel mir auf, dass er eben sehr, sehr stark nach Honig riecht und nicht nach Schokolade. Und wie ihr wisst, hasse ich Honiggeruch, Honig. Geschmack und Honig an sich. Der Geruch, der ist auch nicht verflogen in der Zeit, als ich ihn am Handrücken hatte. Es war ungefähr eine Stunde lang oder zwei Stunden lang. Ja, mal gucken. Riechen ist jetzt Gott sei Dank nicht so schlimm wie schmecken. Wenn der noch Honig auch schmeckt, dann werde ich ihn auf jeden Fall weiter verschenken. Den werde ich auf jeden Fall jetzt mit dem Pinsel auftragen, falls er wirklich nichts für mich ist und ich ihn noch weiter verschenken kann. Das waren diese drei Produkte von Rival de Loup. Dann machen wir weiter mit der aktuellen Catrice LE. Hier habe ich nur ein Produkt gekauft, das mir total zugesagt hat und mich an Smashbox erinnert. Ihr wisst es vielleicht schon, diese wunderschöne Blush-Palette. Smashbox hat ja auch diese, wie nennt man das? Das, wo sich ändert, wenn man es kippt. Ich weiß echt nicht, wie man das nennt. Fand ich mega schön, vor allem auch den Blush dazu, weil er einfach so vielfältig ist. Also hellerer Blush, hier auch wieder hellerer Blush, hier in der Mitte wieder dunkel und echt nicht so auffällig. Die anderen Sachen aus der Blush-Linie haben mir nicht so gefallen, die haben mir nicht so zugesagt, weil die einfach auch zu grell für mich sind. Aber den, glaube ich, kann ich sehr, sehr gut verwenden und ich fand den einfach mega schön. Und das ist die Farbe 1001 Blurred Orange. Also der soll orange sein. Also für mich ist er jetzt eigentlich nicht so orange, aber ich fand den wirklich mega schön und mega cooles Packaging. Den musste ich haben, obwohl er jetzt auch nicht so billig war. Dann aus der aktuellen Essence LE habe ich mir auch was gekauft, beziehungsweise ich glaube, sie ist noch aktuell. Mal gucken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir hier einmal dieses Glow to Go Illuminating Setting Spray gekauft. Fand ich einfach interessant. Und Setting Spray habe ich bis jetzt plus eins von Essence. Das werde ich jetzt aufbrauchen und dann werde ich einfach das verwenden. Und Glow geht immer. Dann habe ich mir einmal diese wunderschöne Palette gekauft. Mir hat die einfach total gefallen. Million Nude Faces, das ist eine dieser neuen Paletten. Die Farbe 01, Hashtag Beautiful. Und das sind einfach, wenn ich es aufbekomme, 10 verschiedene Lidschatten. Ich muss sagen, ich habe den goldenen geswatcht und den fand ich mega gut. Beziehungsweise der ist ein bisschen gold-kupferfarben. Und den fand ich mega gut. Und genau zwecks diesem Ton habe ich mir diese Palette gekauft. Mega gut pigmentiert. Ich zeige euch auch ein Swatch-Bild. Die sind wirklich mega gut pigmentiert, muss ich sagen. Sind besser als die vorigen Paletten. Die vorigen waren ja eher nicht so gut pigmentiert. Da werden die auf jeden Fall jetzt besser. Und wir haben insgesamt hier 5 glitzernde Töne und eben 5, so direkt matt sind die, glaube ich, nicht. Die sind auch ein bisschen schimmernd, aber nur ein bisschen, ganz kleines bisschen schimmernd. Und ich fand die cool, auch vom Packaging her. Ich muss nur sagen, dass die alten Paletten, also diese hier, sich ein bisschen, ja, nicht so windig angefühlt haben. Also es ist schon wirklich sehr leichtes Plastik jetzt und sieht ein bisschen billiger aus als die alten, finde ich. Aber an sich mega süß.